Moin, ich begrüße euch bei Nordic Moor. Ich sitze heute wieder bei mir im Flur und neben meinem Venezuela-Biotop-Aquarium, das ja als Brackwasserbecken läuft auf meinem Kanal, aber in Wirklichkeit gar keins ist. Zumindest bis jetzt. Denn jetzt geht's los damit. Ich möchte euch vorher nochmal abholen und einen kleinen. Ja, nochmal kurz erwähnen, was hier überhaupt so Sache ist. Also es handelt sich hier um das 60p, was ich dafür benutzt habe. Ich habe hier eine ganz einfache Beleuchtung drüber, eine Standard-LED, die man halt so in Online-Shops günstig kriegen kann. Starkes Licht braucht hier nicht drüber, weil keine besondere Bepflanzung drin ist. Dann haben wir hier die Mangrove stehen, die ja ganz toll wächst. Da habe ich ja auch schon öfter Updates zugegeben in Short-Videos oder auch auf meinem Instagram-Kanal. Folgt mir gerne mal auf Insta, falls ihr es noch nicht macht, wenn ihr Updates haben wollt regelmäßig. Alles, was so aktuell passiert, ja, poste ich da. Und ja, die Mangrove selber wird zusätzlich beleuchtet von einer extra Pflanzenlampe, was wie gesagt ziemlich gut funktioniert. Ich habe hier drin einfach einen Bodengrund, ein bisschen Holz, ein paar Steine, ein bisschen Moos und ein Fetzen Java-Farn. Nichts großartig Besonderes auf jeden Fall. Es ist so, dass hier ungefähr 40 Liter Wasser enthalten sind in dem 60p. Also netto 40 Liter Wasser circa. Ich habe hier Endler-Guppies drin und Neocaridina. So, und ja, als ich mich für die Endlers interessiert habe, habe ich so ein bisschen recherchiert im Netz und habe festgestellt, dass die in Venezuela eigentlich endemisch in einem bestimmten Buchtenbereich vorkommen. Ich verlinke auch nochmal die Playlist zu diesem Projekt. Da könnt ihr dann nochmal reingucken, wo das genau ist, weil ich da auch schon drüber gesprochen habe. Und ich habe dann festgestellt, dass es sich ja, um Brackwasser handelt, zumindest teilweise, und dass die Tiere eben in Brackwasser vorkommen in ihrem natürlichen Habitat. Bei den Neocaridinas ist es ähnlich. Da habe ich auch gelesen, dass die kommen ja aus China, Taiwan, Korea, die Region, dass die auch dort in Mündungsgebieten, Flussmündungsgebieten vorkommen, wo auch Brackwasser durchaus mal vorkommen kann. Und das war dann so die Idee, wo ich gesagt habe, okay, man könnte ja mal das ganz vorsichtig ausprobieren, ob das funktioniert, diese Tiere im Brackwasser zu halten. Ansonsten würde ich das auch nicht einfach so mit irgendwelchen Tieren machen, sondern es war mir schon wichtig zu gucken, dass das Tiere sind, ähnlich wie es auch bei Mollys der Fall ist, die ja auch in ihrer natürlichen Umgebung im Brackwasser vorkommen können. Es gibt ja auch schon hier und da Versuche, die im Meerwasser zu halten sogar. Also habe ich mir überlegt, okay, mit diesen Tieren könnte das funktionieren, langsam die an Brackwasser zu gewöhnen. Und dafür möchte ich dann jetzt heute den Startschuss geben. Was Brackwasser genau ist im Einzelnen, ich werde hier nochmal auf einige Sachen eingehen, aber auch da möchte ich gerne auf meine Playlist verweisen. Ich habe das ja schon öfter thematisiert. Allerdings, ja, soll es jetzt konkret werden heute und ich werde dafür dieses Meersalz verwenden. Also auch hier jetzt in Bezug auf das Brackwasser. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Meersalz verwenden, aber ich würde davon absehen, Kochsalz oder sowas zu verwenden aus der Küche oder aus dem Supermarkt. Das ist halt einfach nicht dasselbe. Und ich will da einfach keine Experimente in der Hinsicht machen. Deswegen werde ich das mit echtem Meersalz machen. Und naja, ich würde mal vorsichtig behaupten, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Mathe-Genie. Ich tue mich damit echt schwer mit diesen Berechnungen. Deswegen bin ich super froh, dass es ja online auch Salzrechner gibt, die man verwenden kann. Ich benutze immer den von Fauna Marine, kann ich hier glaube ich sagen, weil ich finde den ziemlich einfach und praktisch und es funktioniert super.
Und ich habe mir das damit runtergerechnet. Und zwar will ich da gerne mal kurz drauf eingehen. Es wird nicht allzu kompliziert, weil, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht meine Fachdisziplin. Aber ich habe halt erst mal überlegt, okay, Meerwasser hat 35 PSU. Anders ausgedrückt, in der Regel sagt man 35 Gramm pro Liter entspricht dann, also Salz entspricht dann mehr Salz, mehr Wasser. Und das sind umgerechnet 3,5%. Brackwasser hingegen liegt zwischen 0,1 und 1%. In der Regel, je nach Quelle, manche sagen auch, gehen sogar bis 3%. Das ist dann schon beinahe Meerwasser, würde ich sagen. Logisch, ne? Wenn Meerwasser 3,5 ist und 3%, ist dann nicht mehr so weit auseinander. Also ich orientiere mich ehrlich gesagt an den 0,1 bis 1%. Und ich habe mir jetzt überlegt, weil ich wirklich sehr vorsichtig vorgehen möchte, dass ich bei dem Zehntel starte von diesem 0,1%. Jetzt heute. Das bedeutet, ich muss halt ausrechnen, wie viel Salz brauche ich jetzt bei netto 40 Liter, wenn ich nicht 0,1% erreichen möchte, was dann, wo das Brackwasser ja anfängt, sondern 0,01%. Und ich möchte wirklich ganz langsam, ganz vorsichtig hier aufsalzen. Ich habe mir dann vorgenommen, dass ich das über mehrere Wochen verdopple, immer ein bisschen höher gehe, bis ich dann bei 0,1 angekommen bin. Ich werde mir immer angucken, bei jeder Dosierung, wie reagieren die Tiere da drauf? Ist mit den Tieren alles okay? Wie verhalten die sich? Wie sehen die aus? Nehmen die Futter an und so weiter? Wie schwimmen die? Also ich werde ganz genau beobachten, ob da mit den Tieren alles in Ordnung ist. Sollte ich irgendwie feststellen, dass sie sich unnatürlich verhalten oder nicht gut aussehen oder so, würde ich das Projekt natürlich abbrechen, einen großen Wasserwechsel machen und alles wieder quasi auf Null setzen sozusagen. Aber ich denke, dass die Dosierung dermaßen gering ist, dass ich denen keine Gefahr, also dass ich die Tiere keiner Gefahr aussetze. Weil, und das hört ihr jetzt auch gleich, also umgerechnet gehen hier heute 4,46 Gramm Salz rein. Das ist so gut wie gar nichts. Dann bin ich bei 0,01. Da das echt, also da ich keine so feine Grammwaage habe, sondern ich hier mit einer Küchenwaage arbeiten werde, werde ich 5 Gramm bemessen. Ich habe auch nicht auf den Milliliter genau 40 Liter hier drin, sondern ungefähr. Also das heißt, so ein kleiner Blindflug ist das ein Stück weit schon, denn ich weiß eben nicht die ganz genaue Wassermenge und ich kann auch nicht aufs Milligramm genau das Salz ausmessen. Und ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass ich habe mir extra ein Dichtemesser besorgt für dieses Aquarium, und zwar eine kleine Spindel, und die misst von 1000 bis 1040 Dichte. Und ja, wer sowas schon mal fürs Meerwasseraquarium benutzt hat, weiß, dass im Meerwasser ein Bereich von 1023 angelegt wird. Also eine Dichte von 1023 bei 25 Grad entspricht eben diesen ungefähr diesen 35 Gramm pro Liter. Das wäre dann eben Meerwasser. Und eine Dichte von 1005 entspricht dann in etwa dem, was Brackwasser ist. Jetzt misst das zwar ab 1000 in Zweierschritten, also ich kann hier sagen 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, aber noch feiner misst die eben nicht. Und da ich ja gesagt habe, ich mache eine, das sind ja Mikrodosierungen, die ich hier vornehme, werde ich die erstmals messen können, wenn ich bei 1002 oder so angekommen bin. Vorher wird das natürlich nichts anzeigen. Das heißt, die ersten paar Messungen oder beziehungsweise die ersten paar Dosierungen muss ich wohl oder übel blind fliegen und dann einfach gucken,
wie es den Tieren geht und die Tiere beobachten. Ja, so viel zur Theorie. Ich würde sagen, ich messe jetzt mal ab, mache hier gleichzeitig auch noch einen Wasserwechsel. Es ist schon einiges an Wasser verdunstet im Übrigen. Auch so ein Punkt. Auch hier gilt natürlich, wie im Meerwasser auch, das, was verdunstet, ist das reine Wasser und nicht das Salz. Das heißt, wenn wir hier jetzt anfangen aufzusalzen und Wasser verdunstet, steigt auch automatisch die Salzkonzentration im Wasser. Was bedeutet, dass ich habe hier einen bestimmten Wasserstand, der immer derselbe ist und den werde ich dann nach Möglichkeit auch halten. Hier verdunstet nur sehr, sehr wenig Wasser. Das heißt, ich brauche hier jetzt keine automatische Nachfüllanlage. Ich kann das mit dem Augenmaß und manuell machen, muss aber halt einfach darauf aufpassen, dass ich auch hier den Wasserstand halte, damit der Salzgehalt nicht ansteigt, ohne dass ich aufsalze, weil dann funktioniert unsere ganze Rechnung nicht mehr. Also das ist auch was, wo man immer drauf aufpassen muss. Der Wasserstand muss immer derselbe sein. Und ich werde jetzt erstmal nochmal ein gutes Stück rausnehmen, weil der letzte Wasserwechsel auch schon ein Weilchen her ist. Finde, dass das eine gute Gelegenheit ist und werde dann mit dem Frischwasser, mit dem letzten Eimer sozusagen Frischwasser, werde ich dann direkt schon das Salz hinzugeben. Okay, ich würde sagen, wir starten mal durch. So, wie gesagt, ich fange jetzt erstmal damit an, nochmal einen guten Eimer abzusaugen. Dann gucken wir mal, wo wir stehen. Möglichst natürlich ohne Fische mitzunehmen hier mit dem Schlauch. Und ich muss sagen, ich bin schon ziemlich gespannt auf dieses Projekt. Und wenn alles gut läuft, ja, dann läuft es im Grunde genommen darauf raus, dass ich hier fast gar kein Süßwasser mehr habe zu Hause. Momentan zumindest. Ich bin gespannt, wo sich das noch so hin entwickeln wird in Zukunft. Und für all diejenigen, es wird auch im Meerwasser bald ein Update geben. Ich habe das Becken ja jetzt schon lange nicht mehr gezeigt. Also da könnt ihr auf jeden Fall euch auch drauf freuen, dass es da bald was Neues zu sehen geben wird. So, der erste Eimer ist gleich voll. Und dann werde ich noch ein bisschen abziehen und dann gucken wir mal. So. So, ein Eimer ist schon wieder drin. Und während der zweite voll läuft, habe ich völlig vergessen, euch zu sagen, das Becken läuft seit dem 28.08.23. Also Ende August kann man so sagen. Wir haben heute den 9. Februar 2024. Also es läuft jetzt fast ein halbes Jahr. Gute 5 Monate. Und hätte es gar nicht müssen wahrscheinlich, aber wie das halt manchmal so ist, ich habe ja dann auch andere Projekte am Start und so und habe gedacht, naja, es eilt ja auch nicht, es läuft gut und so, warum jetzt da Stress machen? Aber ja, jetzt ist es soweit und ich freue mich drauf. Okay. So, ich habe hier jetzt nochmal den Dichtemesser und ich wollte euch einfach auch nochmal zeigen jetzt, wie der aktuelle Stand ist. Und euch das kleine niedliche Gerät einfach auch mal zeigen. Ich habe es mir selber gekauft, aber es ist jetzt kein Sponsoring. Aber ich finde es einfach echt niedlich. Und wie präzise das jetzt ist, da mag man sich vielleicht drüber streiten, aber ich würde einfach mal sagen, dass das für diese Zwecke wahrscheinlich genügt. Und ich habe extra so ein kleines genommen, weil diese riesige Spindel, die ich habe, die ist dann doch ein bisschen zu groß für dieses kleine Aquarium. So, und jetzt werde ich die hier mal eintauchen und dann komme ich mit der Kamera mal näher ran und versuche euch einzufangen, was die jetzt anzeigt. Das ist natürlich hilfreich, wenn ich selber auch was sehe. So, dann wollen wir doch mal gucken. Also so wie ich das wahrnehme, zeigt sie so ziemlich genau 1000 an. Und das wäre dann quasi. Ja, kein Salz, wenn man so will. Standardanzeige. Und hier könnt ihr auch sehen, wie die Skala aussieht aus der Nähe. Und deswegen,
Da wird dann vielleicht auch deutlich, dass ich die minimalsten Salzmengen damit nicht erfassen kann, aber ich kann dann nachher feststellen, bin ich denn bei 1005, wo ich dann vielleicht hin will, oder ja, habe ich noch ein bisschen Luft. Also, okay, ich habe jetzt hier solche kleinen Messbecherchen. Jetzt ist natürlich wichtig, den da schon mal drauf zu stellen. Die sind zwar sehr leicht, aber jetzt mache ich die an. Mal ein Stückchen weiter nach vorne. So, jetzt ist die genullt erstmal und jetzt hole ich hier aus dem Eimer Salz raus und ihr werdet euch wahrscheinlich darüber kaputt lachen, wie wenig das ist. Und ich mich auch. Das ist nämlich auch relativ schwer, dieses Meersalz. Da haben wir schon 1 Gramm, 2 Gramm, 3 Gramm. 4 Gramm, 5 Gramm, das war's schon. Das ist unfassbar wenig. Und ihr müsst ja berücksichtigen, auf 40 Liter. Mehr ist das nicht. Ich finde, also, das ist nicht viel. Ist jetzt nicht im Fokus, glaube ich, aber man kann es, glaube ich, trotzdem sehen. Also, das ist weniger als, also es ist maximal ein Teelöffel. Also, diese kleine Menge Salz ist alles, was in das Aquarium reinkommt jetzt. Wahnsinnig hell, ne? Es strahlt wie sonst was. Aber ich glaube, man kann es erkennen. Das ist das, was jetzt hier in das Becken reinkommt. Okay, also. Allerdings kippe ich das jetzt nicht so in das Becken, sondern ich kippe das jetzt hier unten in den Eimer. Drin ist es, die erste Dosis. Jetzt rühre ich das um. Ich werde das jetzt nicht mit einer Strömungspumpe stundenlang hier, weil ich meine, das ist eine so unfassbar geringe Menge, dass ich der Auffassung bin, dass es durchaus ausreicht, wenn ich das so umrühre. Den allseits beliebten Sandflattener. Ich denke, das passt schon. Und wenn das dann jetzt gleich aufgefüllt wird, dann, ich weiß nicht, ob ich dann schon den Wasserstand habe, den ich anstrebe. Ob das dann schon die 40 Liter sind. Aber viel wird wahrscheinlich nicht mehr fehlen. So, also wie gesagt, das ist so unglaublich wenig Salz, dass sich das sowieso in dieser Menge an Wasser recht schnell auflöst und auch schon aufgelöst hat. Und ich füge jetzt das hinzu. Es ist sogar so wenig, also wenn ihr kennt ja dieses Flimmern, ne? Wenn man Salzwasser in Osmosewasser reinkippt, dann gibt es ja immer so ein Flimmern. Das ist der Dichteunterschied, den man da sieht. Und das kann ich hier noch nicht mal feststellen. Also ich sehe hier gar nichts. Man sieht nicht mal einen Dichteunterschied. So wenig Salz ist das auf die Menge gerechnet. Und genau so ist es ja aber auch beabsichtigt gewesen. Das ist einfach durch Mikrodosierungen in den nächsten Wochen und es wird sich über Monate hinziehen. Also 10 Wochen sind es mindestens, die ich mir. Und ich werde jetzt natürlich nicht jede Woche dazu ein Video machen, es dürfte klar sein. Es sei denn, es passiert irgendwas, was wirklich erwähnenswert ist im Hinblick auf, dass ich das Projekt abbreche oder irgendwelche anderen interessanten Sachen, die da vielleicht dann passieren. Ich werde das natürlich begleiten und ich werde euch da auch mitnehmen, aber ich werde jetzt nicht bei jeder einzelnen Dosierung ein Video dazu machen. Ich glaube, das ist nicht erforderlich. So, okay, ich habe jetzt noch nicht ganz den Wasserstand, den ich haben wollte, aber um ein Haar. Deswegen hole ich jetzt noch mal ein bisschen Wasser, mache eben Cut und gleichzeitig wieder dabei. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt den Wasserstand erreicht, den ich angestrebt habe und mutmaßlich sind es ziemlich genau 40 Liter netto. Also 40 Liter Wasser.
und 5 Gramm Meersalz. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch nochmal ein bisschen die Fische aus der Nähe, weil es ja auch sehr schöne Fische sind. Und dann sehen wir uns morgen wieder, weil ich möchte morgen einfach nochmal nach der ersten Nacht die Kamera draufhalten und mal gucken, ob alles okay ist. Also das kriegt ihr in diesem Video auf jeden Fall noch mit. Und dann werden wir sehen, wie sich das ganze Projekt weiterentwickelt. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Und was ich jetzt auch schon mal gesagt habe, aber das sage ich auch gerne nochmal, ich bin auch sehr gespannt darauf, ob sich die Mangrove anders verhalten wird. Denn die soll ja im Salzwasser Stelzwurzeln ausbilden. Und ob sie das auch im Brackwasser macht, weiß ich nicht. Aber das finden wir gemeinsam heraus. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt und vor allem nicht verpassen wollt, wie sich die Endler-Guppies im Brackwasser verhalten und ob die das wohl gut finden oder nicht, dann würde ich vorschlagen, abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da und läutet die Glocke. Und dann, ja, erfahrt ihr, wie es weitergeht. Also jetzt im ersten Moment auf jeden Fall sieht man gar nichts, ne? Also nichts Negatives oder Seltsames im Verhalten der Tiere. Aber da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Wenn die dann jetzt irgendwie lethargisch werden im Laufe des Tages, dann weiß ich Bescheid. Aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, weil ich glaube schon, dass die das vertragen. Im Zweifelsfall, was passiert jetzt gerade? Im Grunde wird das Wasser erstmal ein bisschen aufgehärtet auch. Also das ist auch was, was wir im Auge behalten werden, wo ich dann auch mal eine Messung mache, wie so die Carbonathärte sich entwickelt. Ja, aber das sehen wir alles später. Jedenfalls, ich finde die echt nach wie vor total hübsch, die Fische. Auch wenn sie schwer zu fokussieren sind gerade. Ja. Und sie sind quietschfidel hier. Denen geht es wunderbar in diesem Aquarium. Na gut, okay, also, jetzt habe ich aber wirklich lang genug gequasselt. Wir sehen uns morgen wieder. Moin, es ist der zweite Tag und ja, an meinem Grinsen könnt ihr wahrscheinlich erkennen, dass ich gute Nachrichten habe. Den Fischen geht es allen super, den Garnelen auch. Es gab überhaupt gar keine Ausfälle. Ich zeige euch direkt die Tiere. Ich habe sie auch schon gefüttert heute Morgen. Und muss sagen, dass sie auch super Futter angenommen haben. Ne? Und wie ihr sehen könnt, sie sind, also ehrlich gesagt, ne, es kommt mir sogar so vor, als wenn jetzt zum Beispiel auf die Garnelen bezogen, die sogar aktiver sind und es denen sogar besser geht. Also wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit den letzten Tagen, da habe ich hier und da mal eine gesehen, aber die sind hier. Die rotten sich hier zusammen, futtern fleißig die Blätter und sind hier unten gemeinsam unterwegs und denen geht super. Also wahrscheinlich, also im Moment habe ich den Eindruck, dass denen das sogar gut tut. Zumindest, also wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben hier Mikrodosen oder beziehungsweise aktuell zumindest. Es ist ja nur eine minimale Dosis an Salz, die jetzt hier hinzugefügt wurde von mir. Und die wirkt sich jetzt so aus, wie man das hier sehen kann. Ob das so bleibt, wenn ich dann jetzt weiter aufsalze in den kommenden Wochen, das muss man dann natürlich sehen. Das ist jetzt noch nicht sicher zu sagen, selbstverständlich. Aber so der aktuelle Zustand, wir haben jetzt, wie gesagt, einen Tag später. Bin ich hervorragend zufrieden und freue mich total darüber, dass es den Tieren so gut geht und dass sie so gut zufrieden sind. Sieht jetzt so aus, als ob das Guppi-Weibchen da auf dem Ast sitzt, aber tut es gar nicht. Wie man hier sieht. Ja, echt richtig schön. Ich freue mich sehr darüber. Und ich bin auch gespannt, wenn ich mir jetzt so die Männchen angucke hier.
wie sich das machen wird, also ob sich dieses Aufsalzen auch auf die Farbgebung der Tiere auswirken wird, ob die kräftiger oder blasser werden, womöglich. Das sind alles so Sachen, die man dann jetzt beobachten kann in nächster Zeit und dann ja seine Schlüsse daraus ziehen. Ja, also, das soll es für diese Woche gewesen sein. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr das Thema spannend findet und ja, vielleicht auch Lust habt, das weiter zu begleiten hier mit mir auf meinem Kanal. Ich bin jedenfalls echt sehr gespannt, wie das in den nächsten Wochen sich weiterentwickeln wird und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was das angeht und ja, sage, bis zum nächsten Mal. Ciao.